Ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier auf dem Shisha World Account. Was brauche ich eigentlich alles zum Shisha rauchen und wie sieht eine Shisha überhaupt aus? Alles weitere erklären wir euch im Anschluss. Intro, ab dafür. Von dem Hobby Shisha rauchen hast du bestimmt schon mal gehört. Der Aufbau von einer Shisha ist eigentlich ziemlich selbsterklärend. Die Shisha würde jetzt laufen und genauso wie sie dasteht, könnt ihr sie auch zu Hause benutzen. Das unterste Teil von einer Shisha ist immer das sogenannte Glas oder die Bowl, wo ihr Wasser reinfüllt, welches den Rauch ein bisschen kühlen soll. Mit dem Wasser verbunden ist dann das sogenannte Tauchrohr. Achtung, kurzer Sidefact. Ein Mythos, der schon ewig rumgeht, das Wasser filtert keine Schadstoffe, es ist auf jeden Fall nur da, um den Rauch ein wenig zu kühlen. Oberhalb dem Glas bzw. der Bowl habt ihr dann immer die sogenannte Base und die Base ist im Endeffekt euer Grundelement, wo die Rauchsäule verschraubt wird. Zusätzlich natürlich habt ihr immer noch einen Schlauchanschluss mit dabei, wodurch ihr euren Schlauch und euer Mundstück anstecken könnt, um dann natürlich rauchen zu können. Oberhalb sieht man dann die Rauchsäule. Die Rauchsäule kann sich natürlich immer unterscheiden, je nachdem welches Material verwendet wird oder nach der Größe. Zu guter Letzt habt ihr dann noch den Kohleteller. Falls mal eine Kohle runterfliegen sollte, dass sie nicht gleich auf dem Boden landet, sondern erstmal auf dem Kohleteller und obendrauf natürlich noch euren Kopf bzw. euren Aufsatz. Habt ihr die Shisha dann richtig aufgebaut, sollte es am Ende genau so aussehen. Manche Shishas bieten euch sogar ein relativ fancy Blow-Off. Blow-Off bedeutet einfach, ihr könnt den alten Rauch, der jetzt hier unten in der Bowl ist, auspusten und könnt dadurch beim nächsten Zug frischen Rauch wieder einziehen. Wie das Ganze jetzt hier bei der Smokes La Soran aussehen würde, zeige ich euch jetzt einmal. Wie ihr seht, haben wir jetzt hier keinen alten Rauch mehr in der Bowl drin. Das Ganze wurde hier unter dem Teller ausgepustet und bei dem nächsten Zug, den ich jetzt mache, kann ich natürlich wieder frischen Rauch, der direkt vom Kopf ausgeht, einziehen. Vergleichen wir jetzt die Shisha links von mir mit den Shishas hinter mir, so merkt ihr, dass es beim Material auf jeden Fall Unterschiede gibt. Die drei wohl gängigsten Materialien sind zum einen Aluminium, Edelstahl und hinter mir noch Messing. Messing ist dabei das schwerste Material und wird auch als traditionell angesehen. Doch die wohl gängigsten Modelle sind auf jeden Fall einmal die Aluminium-Shisha und zum anderen die Edelstahl-Shisha. Hier muss man dazu sagen, dass Aluminium immer ein bisschen günstiger ist. Das beginnt natürlich schon in der Herstellung, wie bei Edelstahl. Dafür hat Edelstahl natürlich eine gewissere Langlebigkeit. Weitere Unterscheidungen haben wir dann natürlich noch in der Größe der Shisha. Es gibt kleine, mittelgroße und große oder eben in der Art des Verschraubens. Hier zum Beispiel diese Smokes La Soran hat ein sogenanntes Stecksystem. Da müsst ihr gar nichts verschrauben. Die Shishas hinter mir werden zum Beispiel alle mit einem sogenannten Schraubsystem verbunden. Doch nehmen wir mal an, ihr habt euch jetzt schon für eure perfekte Traum-Shisha entschieden. Ihr wisst aber überhaupt gar nicht, welchen Kopf ihr verwenden sollt oder welches Setup. Und das klären wir jetzt. Welcher Shisha-Kopf passt am besten zu dir? Mit dieser kleinen Auflistung möchte ich dir zeigen, welche verschiedenen Arten es gibt und welcher vielleicht am besten zu dir passen könnte. Als allererstes schauen wir uns natürlich klassisch den Tonkopf mit einem Kamin und Sieb obendrauf an. Das ist das wohl meist verbreitete Setup, das so in Deutschland geraucht wird. Bei den meisten Shishas, die ihr so erwerben werdet, ist das auch euer allererster Kopf, der mit dabei ist und ihr könnt damit direkt loslegen und wunderbar rauchen. Hierbei ist darauf zu achten, dass der Kopf ungefähr randhoch gefüllt wird, das Ganze locker fluffig und dann sollte es keine Probleme geben. Obendrauf kommen dann noch drei Kohlen und somit könnt ihr das Ganze dann wunderbar rauchen. Der Tonkopf ist vor allem sehr, sehr anfängerfreundlich, da ihr nicht ganz so viel falsch machen könnt und die Hitze auch nicht ganz zu schlimm wird. Das heißt, ihr könnt immer wieder eine Kohle runternehmen und werdet sofort merken, dass es sich ganz anders anfühlt zum Rauchen. Daher der Tonkopf immer noch ein sehr, sehr beliebtes Setup auf dem Markt. Die zweite Variante, die dann schon ein bisschen häufiger bei fortgeschrittenen oder sogenannten Profis vorkommt, ist der Funnel mit einem Aufsatz, also einem HMD oder einer Smokebox obendrauf. Wie ihr seht, ist der Aufbau von diesem Kopf ein kleines bisschen anders. Ihr habt in der Mitte ein großes Loch und der Tabak wird außenrum hingelegt. Hier ist es jetzt so, dass es oft zu Schwierigkeiten kommen kann, dass wenn dieses eine Loch durch Tabak oder durch Ähnliches verstopft wird, dass ihr dann keinen Durchzug mehr habt und das Ganze einfach nicht mehr schmeckt. In Kombination dann noch mit einem Edelstahl-HMD bzw. einer Smokebox kann es natürlich dazu kommen, dass der Rauch sehr, sehr warm wird, was vor allem für Anfänger am Anfang ein bisschen unangenehm vorkommen kann. Wenn man sich an das ganze Setup aber dann doch so ein bisschen rantastet und immer wieder ein bisschen ausprobiert, wird man merken, dass es dem einen oder anderen vielleicht dadurch besser schmeckt, weil natürlich die Hitze ganz anders ist und sich die Aromen dadurch auch anders entfalten können. Die dritte Variante, die so ein bisschen beides vielleicht vereint, ist der sogenannte Mehrlochkopf
mit einem HMD oder einer Smokebox obendrauf. Wie ihr seht, wir haben hier wieder 5 Löcher, könnt den Tabak also wunderbar reinfallen lassen und habt nicht dieses Problem, dass ihr eventuelle Durchzugsprobleme habt, wenn ihr das Ganze einfach locker reinfallen lässt. In Kombination mit dem HMD oder der Smokebox obendrauf habt ihr dann aber den Vorteil wiederum, dass ihr natürlich etwas wärmer rauchen könnt, wodurch sich der Rauch bzw. das Rauchvolumen auch ein bisschen erhöht. Und die letzte Variante, die vor allem in Spanien sehr, sehr gern geraucht wird, ist, einen Kopf mit Alufolie zu bauen. Bei den Alufolienköpfen habt ihr oft den Vorteil, dass die Köpfe ein bisschen kleiner sind und somit auch weniger Tabak verbrauchen. Allerdings ist es natürlich mit mehr Aufwand verbunden. Ihr müsst euch einen passenden Kopf dafür kaufen, müsst dann eine Alufolie rausnehmen, müsst diese Alufolie drauf spannen und am Ende entweder die Kohlen direkt auf die Alufolie tun oder was viele machen, ist noch ein Sieb oben drauflegen und damit dann rauchen. Wie ihr gesehen habt oder vielleicht auch hören konntet, hat jeder eigene Kopf seine Daseinsberechtigung. Welcher Kopf jetzt am besten zu dir passt, hängt natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Wie viel möchtest du ausgeben? Wie möchtest du rauchen? Und natürlich auch, was gefällt dir optisch am besten? Am besten kannst du natürlich entscheiden, wenn du schon viel ausprobiert hast. Wenn du jetzt aber das allererste Mal dir eine Shisha kaufst oder gerade anfängst zu rauchen, würde ich dir auf jeden Fall den klassischen Tonkopf mit einem Kamin und einem Sieb empfehlen. Damit machst du nie etwas falsch. Und natürlich, du kannst dir immer noch ein anderes Setup zulegen. Wenn du aber am Anfang direkt den Spaß am Rauchen verlierst, weil es dir nicht schmeckt oder weil das Ganze zu heiß ist, dann ist das natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache. Und wenn du jetzt natürlich noch wissen willst, wie deine Shisha enorm viel raucht, dann hör jetzt am besten genau zu, denn ich erkläre es dir. Viele würden ihr Setup jetzt natürlich auch nach dem wählen, wie viel Rauch am Ende rauskommt. Denn für viele ist das immer noch der wichtigste Punkt beim Shisha-Rauchen, dass es massive Wolken gibt. Ich meine, natürlich kann ich ein bisschen variieren, dass meine Shisha relativ viel raucht, aber am wichtigsten sollte doch immer noch der Geschmack sein. Als allerersten Tipp kann ich da nur sagen, verwendet die richtigen Kohlen. Benutzt keine Selbstzünderkohlen, sondern nimmt Naturkohlen, um eine Marke zu nennen. Brennstoff ist da sehr, sehr gut. Üblicherweise raucht man die Shisha mit 2 bis 3 Kohlen, manche rauchen sie auch mit 4 Kohlen. Hier kommt es natürlich wieder darauf an, wie viel Hitze für euch richtig ist, wie es euch natürlich noch am besten schmeckt. Wenn ihr aber 2 bis 3 Kohlen in eurem HMD oder auf eurem Kamin-Setup habt, dann wird es auf jeden Fall gut rauchen. Ein weiterer sehr entscheidender Punkt ist dann letztendlich euer Kopfbau. Baut ihr euren Kopf gut, verspreche ich euch auch, dass eure Shisha gut rauchen wird. Ein paar kleine Tipps, die man hier immer geben kann, ist, schaut, dass der Tabak locker fluffig in den Kopf reingetan wird, sprich nicht reinpressen, nicht mit der Hand draufhauen, sondern einfach mit einer Gabel locker flockig reinfallen lassen und dann sollte das Ganze auch funktionieren. Des Weiteren findet ihr auch sehr, sehr viele Tutorials, auch bei uns auf Instagram, wie man verschiedene Köpfe baut, damit sie eigentlich optimal schmecken und auch rauchen. Hier kommt es immer auf ein paar kleine Tricks an, aber am Ende geht es eigentlich nur darum, den Tabak locker fluffig reinfallen zu lassen und das Ganze gleichmäßig zu machen, dass nicht eine Schicht schneller verbrennt als die andere. Man muss aber tatsächlich dazu sagen, dass der Fokus wirklich auf dem Geschmack liegen sollte. Denn am Ende des Tages raucht ihr eine Shisha ja nicht nur, damit ihr viel Rauch habt, sondern auch, damit sie euch schmeckt. Zum Abschluss lässt sich, denke ich, jetzt zusammenfassen, dass ihr auf jeden Fall wisst, was eine Shisha ist, wie die Shisha aufgebaut wird, welche verschiedenen Arten es von Shishas gibt und vor allem, welche verschiedenen Arten es von Köpfen bzw. Setups gibt, mit denen ihr unterschiedlich viel Rauch oder unterschiedlichen Geschmack in eurer Shisha habt. Natürlich gibt es noch viel mehr Zubehör, das man jetzt erklären könnte, wie zum Beispiel der Kohlekorb, wodurch ihr Kohlen sicher transportieren könnt. Für das Erste reicht es aber tatsächlich aus zu wissen, was ist eine Shisha, wie kann ich meinen Kopf bauen und vor allem, was für Shishas gibt es. Aber Freunde, macht euch auf jeden Fall keine Sorgen, wir werden euch in den nächsten Wochen immer mehr zeigen und immer mehr erklären. Und falls dir das Video jetzt gefallen hat oder sogar vielleicht weitergeholfen hat, dann zeig es uns doch mit einem Daumen nach oben oder einem Kommentar. Abonniert den Kanal, um nichts zu vergessen. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Genießt eure Pfeife, falls eine an ist. Wir sehen uns demnächst. Bis dann.